Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung nach unserer Mittagspause und rufe auf Top 45, Antragfraktion der AfD, aktive Familienunterstützung durch Senkung des Grunderwerbsteuersatzes, Drucksache 20-8527. Dies ist zugleich der Setzpunkt der AfD-Fraktion mit Top 68 unserer Tagesordnung. Dringlicher Antrag der Freien Demokraten, Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer einführen, Eigentumsquote erhöhen, Drucksache 20-8577. Und als Erster hat sich der Abgeordnete Schulz von der AfD zu Wort gemeldet. Verehrtes Präsidium, verehrte Kollegen, wir als AfD haben heute die Ehre, Ihnen allen einen wegweisenden Antrag präsentieren zu dürfen. Wegweisend, weil es darin um ein drängendes Problem geht, um ein seit Jahren wirklich drängendes Problem, das alle Fraktionen hier im Haus angeht. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine Geburtenrate von 1,5 Kindern pro Frau. Dabei sind alle Frauen mit einberechnet, die hier leben und Kinder kriegen, also auch solche, die keinen deutschen Pass haben. Experten schätzen, dass die Geburtenrate unter den Deutschen sogar nur bei 1,4 oder 1,3 Kindern pro Frau liegt. Wir haben einen Generationsvertrag, so wie jedes Volk mit gesetzlicher Altersvorsorge. Ein solches System kann aber nur funktionieren, wenn das Verhältnis zwischen jungen, arbeitenden Leuten und denjenigen in Rente ausgewogen ist. Denn die Jungen zahlen für die Alten ein, die ihr Arbeitsleben schon hinter sich haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Alten auch genug Kinder gezeugt haben. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Zahl der Rentner immer weiter zunimmt, aber die Zahl der Steuerzahler immer weiter sinkt, dann funktioniert das System auch nicht. Das weiß jeder halbwegs wirtschaftsdenkende Mensch. So viel zur haushalterischen Tragweite der deutschen Geburtenrate. Es gibt aber auch noch eine kulturelle, denn kein Volk bleibt gesund bei einer solchen Überalterung. Jede Gesellschaft braucht von Zeit zu Zeit Neuerung, braucht Innovationsgeist. Und das ist nicht mehr gegeben bei einer so ungesunden Geburtenrate. 1,4 Kinder pro Frau ist ein Wert, den auf Dauer kein einziges Volk der Welt verträgt. Wir als Alternative für Deutschland sind die Einzigen, die diese Gefahr beim Namen nennen. Die anderen Parteien nehmen so viel Rücksicht auf die Befindlichkeiten irgendwelcher feministischen Sekten, dass sie diese Gefahr einfach ignorieren. Dabei wäre es höchste Zeit zu handeln. Und handeln, das bedeutet in diesem Fall vor allem dafür sorgen, dass es sich wieder lohnt, Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Dazu soll unser heutiger Antrag beitragen, und darum ist es so drängend. Denn was will eine junge Familie vor allem? Sie ist nicht erpicht auf die Aussicht, ein ganzes Leben lang Miete zu zahlen, Geld auszugeben, das nicht zurückkommt. Nein, eine junge Familie will ihr eigenes Heim haben. Sie will es irgendwann mal abbezahlt haben, um dann auf eigenen Grund und Boden zu leben. Und jetzt stehen wir vor einem riesigen Problem. Denn Deutschland hat in Europa nach der Schweiz die zweitniedrigste Eigentumsquote bei Wohnraum. Aber wissen Sie auch, was das konkret heißt? Das heißt, dass Deutschland unter den EU-Ländern die allerniedrigste Eigentumsquote hat. Niemand in der EU, kein einziges EU-Land hat eine niedrigere Eigentumsquote als wir, und das beim größten Nettozahler der Union. Hier müssen wir zuallererst ansetzen. Die Grunderwerbsteuer gehört zu den größten Posten in den Nebenkosten. Sie lag bis 2006 bundeseinheitlich bei 3,5%. Seither können die Länder einen eigenen Steuersatz festsetzen.
und leider gehört Hessen zu jenen Bundesländern, die ihn immer weiter in die Höhe getrieben haben. Er liegt derzeit bei 6%. Zum Vergleich, unser Nachbarland Bayern hat ihn bei den ursprünglichen 3,5% belassen. Dabei haben wir Hessen seit Kurzem die Stadt mit der höchsten Teuerungsrate in ganz Deutschland. Wenn das so weitergeht, werden die Frankfurter Wohnungspreise bald die Münchner überholen. Zudem haben wir einen im Bundesvergleich enormen Lehrermangel zu beklagen. Gerade um Angehörige der Mittelschicht aus anderen Bundesländern auf unseren Arbeitsmarkt anzulocken, ist es wichtig, bei der Grunderwerbsteuer anzusetzen. Wir als AfD haben keinerlei Verständnis dafür, dass unter diesen Umständen unsere hessische Grunderwerbsteuer fast doppelt so hoch wie die bayerische ist. Denn die Grunderwerbsteuer hindert gerade den deutschen Mittelstand daran, Immobilien zu erwerben und Eigenheim zu beziehen. Sie verurteilt junge Menschen dazu, ihr Dasein auf ewig als Mieter zu fristen. Und damit den Unwägbarkeiten des Wohnungsmarktes ausgesetzt zu sein, sowie unfreiwillig dazu beizutragen, dass die Mietpreise immer weiter in die Höhe getrieben werden. Zudem wirkt die Grunderwerbsteuer auch als Bremse auf dem Arbeitsmarkt, auf dem heute große Flexibilität gefragt ist. Sie, liebe Kollegen auf der Regierungsbank, Sie können nicht einerseits die Digitalisierung und die Start-up-Kultur anpreisen und andererseits per Steuerhebel Wohnortwechsel faktisch sanktionieren. Diese Heuchelei muss ein Ende finden. Unser Wohnungsmarkt muss sich stabilisieren, und junge Familien sollen wieder erschwinglich an Immobilien gelangen können. Das ist das Ziel unseres Antrags. Und wenn Sie uns jetzt gleich erzählen werden, dass das nicht finanzierbar sei, dann kann ich nur schmunzeln. Sie haben in den letzten Jahren so viel Geld zum Fenster hinausgeworfen. Ich sage Ihnen, wie das Land Hessen die rund 2 Milliarden € jährlich wieder zurückbekommen kann, die es über die Grunderwerbsteuer einnimmt. Es ist viel einfacher, als Sie glauben. Erstens wird eine signifikante Senkung des hessischen Grunderwerbsteuer, wie gesagt, dazu führen, dass die Mittelschicht benachbarter Bundesländer anlocken. Das wäre praktisch ein Import von hoher Einkommensteuer und würde neue Einnahmen erschließen. Zweitens müsste die Senkung der Grunderwerbsteuer für die deutsche Mittelschicht natürlich verbunden werden sein mit einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer für Ausländer, die ihren Erstwohnsitz nicht in der EU haben. Bevor Sie gleich anfangen, stimme ich zu, ja? Bevor Sie hier anfangen, hier rumzunörgeln, will ich betonen, dass es keine Ausländerfeindlichkeit, sondern international völlig anerkannt und normal. Gerade viele liberale Einwanderungsländer wie Kanada besteuern den Grunderwerb durch Ausländer viel höher als durch Inländer. 20% wäre ein realistischer Steuersatz. Die Ausländer, die in Deutschland Immobilien erwerben, sind ohnehin ausnahmslos wohlhabende Menschen. Herr Minister hat sie gerade Oligarchen genannt, die ihren Erstwohnsitz meistens gar nicht hier haben und sich das leisten können. Und drittens müssten wir vor allem ihre stupiden Sozialwohnungsbauprojekte beendet werden. Sie kosten das Land Hessen und die Kommunen Unsummen und bringen dabei keinerlei Entspannung in den Wohnungsmarkt. Das sollten die letzten Jahrzehnte gezeigt haben. Einstein hat den Wahnsinn definiert als Versuch, mit den immer gleichen Handlungen andere Ergebnisse zu erzielen. Das ist Wahnsinn. Und Ihr sozialer Wohnungsbau ist nach dieser Definition von Einstein auch Wahnsinn. Also gehen wir lieber neue Wege. Unser wegweisender Antrag kommt nicht zufällig gerade jetzt. Die FDP im Bund hält mal ausnahmsweise eines ihrer Wahlversprechen ein. Bundesfinanzminister Christian Lindner will es den Ländern ermöglichen, den Steuersatz auf Null zu senken. Das wäre praktisch ein Freibetrag. Und wir als AfD begrüßen diesen Vorstoß sehr, denn wir haben schon vor Jahren ganz Ähnliches in unserem Landtagswahlprogramm gefordert. Nach unserer Ansicht muss zumindest der selbstgenutzte Wohnraum unbedingt steuerfrei sein.
Denn alles andere ist eine Diskriminierung junger Familien und verschärft die enormen demografischen Probleme noch weiter. Ich darf Ihnen jetzt schon ankündigen, dass wir zeitnah einen Gesetzentwurf einreichen werden, sobald die Reformen von Minister Lindner greifen. Denn die jetzige Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt ist nicht länger tragbar. Und sie wird sich ganz sicher nicht mehr ihren sozialistischen Rezepten von massenhaften sozialen Wohnungsbau verbessern. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich nun Frau Dahlke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Schulz, Sie sind nicht Mitglied im Haushaltsausschuss, glaube ich, und wir wissen jetzt auch, warum und dass es auch gut so ist. Also, anderthalb Jahre vor Ende der Legislaturperiode geht der AfD etwas die Puste aus. Als Setzpunkt wird ein Antrag vorgelegt mit ganzen 5 Sätzen, der in der Forderung gipfelt, Hessen möge sich im Bundesrat für mehr Freiheiten bei der Grunderwerbsteuer einsetzen. Was die AfD sich da genau vorstellt, plant oder welchen Hebesatz sie eigentlich als angemessen erachtet, ob sie ihn reduzieren will, ganz streichen will, wie das gegenfinanziert werden soll, da haben wir zwar ein bisschen eben was gehört, aber der Antrag sagt dazu nichts. Und es war auch wirklich nicht wegweisend, Herr Schulz, sondern es war wirklich eher vollkommen nebulös. Abgesehen davon, zur Sache Grunderwerbsteuer. Also Wohneigentum ist natürlich für viele Menschen ein Lebenstraum. Der ist auch nicht nur für junge Familien ein Lebenstraum. Da komme ich später noch einmal zu. Aber da Bau- und Immobilienpreise immer weiter steigen, sodass einem schwindelig werden kann, wird dieser Traum immer, immer schwieriger zu erfüllen. Bei den krassen Preisen zurzeit ist allerdings, würde ich sagen, auch nicht die Grunderwerbsteuer das entscheidende Problem. Das müsste man auch ehrlicherweise sagen. Da machen Sie sich auch ein etwas falsches Bild, Herr Schulz. Die Grunderwerbsteuer ist Teil der Kaufnebenkosten. Gesetzlich geregelt wird sie aber vom Bundestag. Die Länder können lediglich den Hebesatz bestimmen. Und der liegt in Hessen wie in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern bei 6%. Damit ist unser Hebesatz hier niedriger als in 5 anderen Ländern, wo 6,5% fällig werden. In 8 anderen Ländern, das ist die Hälfte, also nach meiner Rechnung, in 8 anderen Ländern ist der Hebesatz niedriger als in Hessen. Deswegen, wenn man suggeriert, Hessen wäre irgendwie im Vergleich ein super hohes Hebesatzland, dann stimmt das erwiesenermaßen nicht. Ich finde, Herr Schulz, Sie hätten da vielleicht auch noch einmal nachgucken sollen, bevor Sie hier sowas behaupten. Ja, Bayern ist eines der Länder, die einen niedrigen Hebesatz haben. Aber wie gesagt, 5 andere Länder haben einen höheren als Hessen. So. Natürlich darf Wohneigentum nicht den Superreichen vorbehalten sein. Und um die Nebenkosten nicht weiter zu steigern und die Hürden für den Immobilienerwerb nicht immer weiter anzuheben von staatlicher Seite, haben wir, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, im aktuellen Koalitionsvertrag auch vereinbart, der Steuersatz der Grunderwerbsteuer soll in dieser Wahlperiode nicht weiter erhöht werden. Ja, das steht in dem Koalitionsvertrag drin. Jetzt will ich aber auf eine andere Problematik zu sprechen kommen, die Sie eben auch gar nicht erwähnt haben. Wenn nämlich Eigentum zwischen Privatleuten übertragen wird, wird Grunderwerbsteuer fällig. Betrifft das Geschäft allerdings Unternehmen, dann schließen sie oft gar keine Kaufverträge, sondern auf dem Papier wechseln nur die bloßen Anteile an Unternehmen, also Shares, die Eigentümer. Und das ist dann formal gar kein Grunderwerb, und deswegen wird auch keine Grunderwerbsteuer fällig. Aus unserer Sicht ist das schon eine ziemliche Ungerechtigkeit, dass Privatpersonen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen, ihren steuerlichen Beitrag an die Allgemeinheit leisten, während Unternehmen mit diesen Share-Deals die Grunderwerbsteuerzahlung einfach mal so umgehen können. Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich unfaire Geschichte. Und da der Kampf gegen Steuerkriminalität und Steuerbetrug ein Schwerpunkt der Finanzpolitik dieser Landesregierung ist, setzt sie sich auch schon seit 2016 gegen diese sogenannten Share-Deals ein und versucht da auch im Bundesrat über Anträge schon auch Verbesserungen zu erreichen. Denn bis vor kurzem hat es ausgereicht, wenn man 5% der Anteile bei der ursprünglichen Eigentümerin
belassen hat, um diese Grunderwerbsteuer zu umgehen, in dem Fall von Unternehmen. Ja, das ist in etwa so, als würde jemand meine Wohnung kaufen, ich behalte aber die Speisekammer und deswegen wird es steuerfrei. Dann warten wir 5 Jahre, dann wird die Speisekammer auch noch übertragen und der neue Eigentümer hat dann 100%, aber am Ende wurde überhaupt gar kein Cent Grunderwerbsteuer gezahlt. So ist es gewesen bis vor kurzem und es hat zu einem Verlust von etwa 1 Milliarde € pro Jahr an Steuereinnahmen bei den Ländern geführt. Unvergessen ist ein Beispiel aus Berlin. Da gab es einmal zum Beispiel den Kauf des Sony Centers. Kennen Sie sicher. Dafür wurden für 1,4 Milliarden Euro Kaufpreis 0 Cent Grunderwerbsteuer gezahlt, während natürlich Berlin auch 6% Grunderwerbsteuer hat. Die Wohnung zum Beispiel im Vergleich 300.000 Euro, 18.000 Euro Grunderwerbsteuer anfallen. Das ist ein total krasses Missverhältnis. Und der Aufschrei nach diesem Sony-Center-Verkauf war so groß in Berlin, dass der Käufer sogar noch 66 Millionen Euro Grunderwerbsteuer freiwillig nachgezahlt hat. Schöner wäre es natürlich, es müsste nicht nachgezahlt werden, wenn es nur freiwillig ist. Die vorige Bundesregierung die hat in der letzten Legislatur die Regeln etwas geändert. Die Grunderwerbsteuer wird jetzt schon fällig bei einem Anteil von 90% der Shares statt 95% vorher. Und die Wartezeit wird auch von 5 auf 10 Jahre verlängert. Das ist begrüßenswert, aber aus unserer Sicht reicht es leider lange noch nicht aus. Denn jetzt kommen wir wieder zu Hessen. Nur bei gesicherten ausreichenden Mehreinnahmen aus einer Share-Deal-Gesetzesänderung auf Bundesebene hätten wir Spielraum gesehen für eine Hebesatzsenkung in dieser Legislatur. Das ist die Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Und deswegen lehnen wir den Antrag der AfD ab. Schon einmal klargestellt. Und ich will jetzt noch etwas zu dem Punkt aktive Familienunterstützung sagen, ja, aus dem Antrag. Wenn man über eine Erleichterung bei der Grunderwerbsteuer diskutiert, dann sollten da aus unserer Sicht keineswegs nur junge Familien im Fokus stehen. Denn da hätte ich jetzt auch mal die Frage, was verstehen Sie darunter eigentlich? Vater, Mutter, möglichst viele blonde Kinder. Das ist das, was Sie fördern wollen, glaube ich. Ne? Also aus unserer Sicht müsste man bei einer Grunderwerbsteuerreform auch Erleichterungen für den sozialen Wohnungsbau anschauen, für Miet- oder Genossenschaftswohnungen, für Wohnungen, die dauerhaft Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen zur Verfügung stehen, oder eben auch über den Freibetrag für selbstgenutzten Wohnraum mal überlegen, aber das auch nicht nur abhängig davon, ob ich einen Trauschein habe oder nicht. Die Ampelregierung hat jetzt auf Bundesebene im Koalitionsvertrag eine flexiblere Gestaltung in Aussicht gestellt, sagt aber auch, dass das durch eine Share-Deal-Gesetzesänderung finanziert werden soll. Deswegen sind wir sehr gespannt, was im Bund und wann da dann passieren wird. Jedenfalls ist doch klar, und das hat eben die Rede von Herrn Scholz auch gezeigt, die AfD will sich hier als familienfreundliche Partei oder Fraktion inszenieren. Aber, Gott bewahre, die Familie besteht aus 2 Müttern oder einem verwitweten Vater mit einem Kind ohne Trauschein in einer Partnerschaft mit einer neuen Person. Seien Sie doch mal ehrlich, erzählen Sie, was Sie sich vorstellen unter Familienpolitik. Wir haben eben schon ein bisschen was gehört. Sie wollen zum Beispiel die Hürden für Schwangerschaftsabbrüche erhöhen. Sie wollen, dass in Kindergärten nur Deutsch geredet wird. Sie wollen, dass in Kitas und Schulen. Ja, das ist, wenn man Familienpolitik und AfD googelt. Und Ihr Antrag heißt Familienpolitik. So. Und Sie wollen Kitas und Schulen von, Zitat, politischen Ideologien wie Genderwahn und Klimahysterie fernhalten. Wir stehen für eine Familienpolitik, bei der Menschen unterstützt werden, wenn sie, egal welches Geschlecht sie haben, füreinander Verantwortung übernehmen. Für eine Politik, bei der Kinder die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ihre Persönlichkeit zu entfalten und zu aufgeklärten Erwachsenen zu werden. Hören Sie einfach auf, sich als familienfreundlich zu inszenieren, wenn Sie alle anderen damit ausschließen, die nicht Ihrem Bild entsprechen. Lieber das getroffene Hunde bellen. Von daher, Ihre Familienpolitik braucht unsere Gesellschaft nicht, und Hessen braucht nicht so einen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dahlke. Für die Fraktion der LINKEN hat jetzt der Abg. Schalauske das Wort. Und
Ja, kehrt schon wieder Ruhe ein. Alles klar. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Eingangseinbringungsrede hier dieser Rechtsfraktion, die wirklich mehr eine wirre Blut- und Bodenrede war, fällt es mir wirklich schwer, da über die Grunderwerbssteuer sachlich zu diskutieren, weil bei mir auch so der Eindruck entstanden ist, Ihnen geht es irgendwie um Blut und Boden, um Volk, um deutsche Kinder mit blonden Haaren, blauen Augen. Das hatte mit der Sache eigentlich wenig zu tun und war dem Thema wirklich nicht angemessen und nicht würdig. Und wir haben ja im Kern tatsächlich ein ernstes Problem, nämlich viele Menschen haben Probleme damit, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und der Traum von einem eigenen Haus, einer eigenen Wohnung, das haben wir heute Vormittag diskutiert, ist für viele Menschen unbezahlbar. Hier die Truppe ganz rechts, die macht jetzt für dieses Problem die Grunderwerbsteuer mitverantwortlich. Sie wollen, dass die Länder das Recht bekommen, die Grunderwerbsteuer, jetzt hören Sie doch mal zu, fällt Ihnen schwer, können Sie auch nicht so gut, aber Sie wollen also, dass die Grunderwerbsteuer für selbstgenutzte Wohngrundstücke und Wohnraum reduziert oder ganz gestrichen werden können. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Lage ist. In Hessen beträgt der Steuersatz im Moment 6,5%. Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist im Haushaltsplan mit rund 1,9 Milliarden € veranschlagt. Wenn Sie jetzt also den Vorschlag machen, dass diese Steuer faktisch gesenkt oder gar gestrichen werden soll, dann müssen Sie mal drei Fragen beantworten. Erstens, glauben Sie wirklich, Sie können also nicht. Aber jetzt hat der. Jetzt machen wir keine Zwiegespräche. Der Abgeordnete Schalauske hat das Wort. Also, Sie müssen drei Fragen beantworten. Das können Sie anscheinend nicht. Dann würden Sie auch nicht so dumm, so unsinnig dazwischenreden. Nicht so unsinnig dazwischenreden. Also, erstens. Erstens ist eine der entscheidenden Fragen, ist die Reduzierung der Grunderwerbsteuer der entscheidende Schritt, damit sich Menschen den Traum von einer eigenen Wohnung oder einem Haus erfüllen können? Zweitens, wie hoch werden denn dann die Steuerausfälle sein, die man dadurch kompensieren muss? Und drittens, werden die Mittel für die Steuersenkung, die Sie hier fordern, nicht an anderer Stelle dringender gebraucht? Zunächst gucken wir uns an, was hat DIE LINKE gemacht? Wir haben die Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 5 auf 6,5% nicht mitgetragen. Aus unserer Sicht bedarf die Grunderwerbsteuer durchaus einer Reform, die auch eine gewisse soziale Ausgestaltung ermöglicht. Dabei geht es uns aber weniger um die Unterstützung eines wie auch immer gearteten und auch ziemlich gestrigen Familienbildes, sondern tatsächlich auch um die soziale Situation, um Menschen mit geringem Einkommen. Darüber kann man reden, über eine soziale Ausgestaltung. Und vor allem wollen wir, dass die Grunderwerbsteuer nicht immer mehr zu einer Steuer wird, die vor allem von kleinen Häuslebauern, von Menschen, die sich was zur Eigennutzung erwerben, gezahlt wird, während große Immobilienkonzerne, das Stichwort Shared Deals ist ja genannt worden, mit kreativer Steuergestaltung alles tun, um zu vermeiden, dass sie da diese Steuer zahlen. Zu dieser Thematik sagt ja Ihr Antrag auch überhaupt kein Wort. Die Grunderwerbsteuer ist ein Kostenfaktor für Menschen, die Eigentum erwerben wollen. Wenn Sie nun diese aber reduzieren wollen, dann kommen Sie ja am Ende zu Entlastungen, die nur im einstelligen Prozentbereich liegen. Und das wird ganz sicher niemanden dazu bringen, ein Haus zu kaufen oder zu errichten, der es nicht auch ohne diese Steuerentlastung könnte. Sie werden sehen, das hätte lediglich nur Mitnahmeeffekte. Wie hoch aber die Kosten der Steuersenkung, die Sie fordern, wären, das können Sie im Moment gar nicht beziffern. Entsprechend können Sie auch gar nicht sagen, wie Sie die Ausfälle kompensieren wollen. Wenn ich mir allerdings anschaue, was Sie hier regelmäßig für Haushaltsanträge einbringen, dann sehe ich aber ganz genau, worauf das hinausläuft, nämlich auf Kürzungen bei Ausgaben für Familien, bei öffentlichen Leistungen, von denen besonders Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen profitieren. So wie Sie die Senkung der Grunderwerbsteuer gestalten, ist das nämlich Teil eines Umverteilungsprogramms von unten nach oben. Nach Ihren Vorstellungen wird die Millionärsvilla dann steuerfrei, der soziale Wohnungsbau gestrichen. Das ist das Programm der AfD. Ich hoffe, viele Menschen bekommen davon mit. Dann kommen wir zur
zur dritten Frage. Was kann man erreichen mit 1,9 Milliarden? Was kann man damit mehr erreichen als mit einer Senkung der Grunderwerbssteuer? Aus unserer Sicht ist die Antwort klar. Mit dieser Summe kann man im Ballungsraum öffentlichen sozialen Wohnungsbau gestalten, so dass Wohnraum auch bezahlbar wird. Aber man müsste natürlich auch willens sein, das zu tun. Man könnte Maßnahmen ergreifen, die das Preisniveau auf dem Immobilienmarkt dämpfen, wenn sie nämlich in der Lage sind, ausreichend bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Und dann muss man auch nicht mehr mit so wilden Spekulationen mit den Immobilien rechnen. Dann werden auch am Ende tatsächlich mehr Leute in der Lage sein, sich eine Eigentumswohnung oder ein eigenes Haus zu finanzieren, schlicht weil das Preisniveau tatsächlich näher an die tatsächlichen Kosten senkt. Dass da aber Leute, die ja selber im Immobiliengeschäft ihr Geld verdienen, wie Abgeordnete der AfD-Fraktion, daran überhaupt kein Interesse haben, das leuchtet uns natürlich ein. Ihnen von der AfD geht es also nicht darum, dass sich Leute ein Eigenheim leisten können. Sie wollen am Ende nur Steuersenkungen für Besserverdienende durchsetzen. Und da machen wir nicht mit. Und dann würden Sie nicht, denn sonst würden Sie ja auch nicht von der EZB eine Zinserhöhung fordern. Das ist ja auch absurd. Auf der einen Seite wollen Sie ein paar Prozent Grunderwerbssteuer senken. Auf der anderen Seite fordern Sie massive Verschlechterungen der Finanzierungsbedingungen, gerade für private Immobilien. Das können Sie auch niemandem so richtig erklären. Das ist auch ein Stück weit absurd. Mit Ihrer Politik wird die Steuersenkung, die Sie hier annehmen, die wird vor allem bei denen ankommen, die auf eine Bankfinanzierung überhaupt gar nicht angewiesen sind. Und wenn die AfD sich das durchsetzt mit dieser Forderung, dann wird halt die Villa für die Millionäre billiger, der öffentliche und soziale Wohnungsbau, der wird geschröpft, und die Familie, die sich ein Eigenheim finanzieren will, die ist gelackmeiert. Deswegen, was hier als Vorschlag zur Entlastung von so Blutboden-Oldschool-Familienbildern der AfD daherkommt, das ist nichts anderes als die Forderung nach einer Steuersenkung für Reiche. Das lehnen wir ab. Die Grunderwerbssteuer ist sicher für viele ein Problem, aber die AfD kann und will dieses Problem nicht lösen. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt die Abg. Schardt-Sauer das Wort. Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorredner Jan Schalauske hat es angesprochen. Wir wollen uns ja versuchen, sachlich auf ein wichtiges Thema, das mit Sicherheit am Juni 2022 eine ganz andere Thematik auch erreicht hat, die Grunderwerbsteuer, für die Frage. Ich meine, wir haben heute den ganzen Vormittag über die Frage diskutiert, wie schaffen wir es, mehr Menschen ins Eigentum zu bringen. Das müssen sich halt auch mal seitens der Linken als Frage gefallen lassen. Und da ist die Grunderwerbsteuer ein wesentlicher Baustein. Und darauf möchte ich versuchen, mich neben allen Arabesken, die ansonsten hier mit Sicherheit durch den Raum toben, aber nicht zur Lösung der Frage dienen. Der Antrag der AfD, werte Kolleginnen und Kollegen, der lässt eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder ist die hessische AfD großer Fan der Ampelkoalition im Bund, oder die Kollegen haben, wie so oft, die Papiere, hier den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, nicht gelesen. Denn dort, in dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, sind wesentliche Punkte, und ich sage nicht, das ist manchmal ein bisschen während Antrag, sondern der Thematik festgeschrieben. Ich zitiere die entsprechende Passage. Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer z.B. durch einen Freibetrag ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohnungseigentums zu erleichtern. Es war auch schon entsprechend der Fachpresse, dass diese Überlegungen konkreter werden im Rahmen der Ampelkoalitionäre. Die Kollegen der AfD fordern jetzt die Landesregierung auf, Finanzminister Boddenberg, sich in Berlin für einen Freibetrag auf selbstgenutztes Eigentum einzusetzen. Dabei ist das schon längst Thema, bevor Sie mit der Forderung hinterherhoppeln. Darüber hinaus verliert der Antrag kein Wort über die konkrete Ausgestaltung in Hessen. Die Frau Dahlke hat es angesprochen. Das ist aber eine schöne Gelegenheit. Wir machen das ja gerne. Kleiner Augenblick, bitte. Herr Schaus, wenn Sie die Gespräche draußen führen können. Es ist eine schöne Gelegenheit,
die Gedanken oder die Aspekte des Koalitionsvertrags der Ampelkoalition. Frau Dank ist dann jetzt so ganz intensiv darauf eingegangen, aber ich mache das sehr gern vonseiten des Koalitionspartners FDP auszuführen. Denn bei uns ist es deckungsgleich. Wir Freien Demokraten wollen auch im Hessischen Landtag gerne Landespolitik machen. Und wir haben hier die Gestaltungsmöglichkeiten, können Lösungsvorschläge für unser Bundesland machen. Der Gesetzentwurf wird ja vorsehen, eine Möglichkeit der Länder, eine entsprechende Gestaltung vorzunehmen. Und das haben wir in unserem Antrag manifestiert, dem Sie habe ich jetzt leider auch weniger Statements zugehört, wo man sagen kann, das ist ein Angebot für Hessen, für die Frage Grunderwerbsteuer, wie können wir es so gestalten, damit in der breiten Masse mehr Menschen Eigentum erwerben können. Wir haben uns zunächst auch einmal das Steueraufkommen aus der Grunderwerbsteuer angesehen. Und das ist mit den Immobilienpreisen, das muss man ja im Zusammenhang sehen, einfach schlicht durch die Decke gegangen. Und es schauen Sie auch bitte mal die gesamte Zeit, die letzten 12 Jahre an, wie das Steueraufkommen sich in Hessen für die Grunderwerbsteuer entwickelt hat. Es hat sich fast verfünffacht. Waren es 2010, und das hat nichts mit den Share-Deals zu tun. Das ist die nackte Family, die kauft. Und das ist ja schön. Ist ja schön, und wenn nicht, legen Sie die Gegenzahlen vor oder differenzieren Sie die Zahlen. Das haben Sie ja nicht gemacht, Herr Kollege Schalauske. Es waren 2010 waren es rund 400 Millionen €. Wir sind heute bei 2 Milliarden, die in die Staatskasse gespült werden. Und gleichzeitig aber, das muss man auch dazu sagen, ist die Anzahl der Immobilienverkäufe in Hessen in der Tendenz rückläufig, weil die entsprechende Teuerung eintritt. Und umso schwieriger wird es für die berühmte Durchschnittsfamilie, sich entsprechend ihren Traum von Eigentum zu verwirklichen. Für viele Menschen, nicht nur für junge Familien, ist der Erwerb einer eigenen Immobilie ein Lebenstraum. Wohnungseigentum ist Ausdruck und Entfaltung der individuellen Lebensvorstellung. Es liegt an Politik, Möglichkeiten zu bieten, dass man das umsetzen kann. Individualität. Heute Morgen haben wir über Heimat diskutiert, regionale Identität, Baukultur. All das ist mit Wohnungseigentum verbunden. Die eigene Immobilie schützt vor steigenden Mieten und trägt damit erheblich zur Altersvorsorge bei. Der Traum der eigenen vier Wände ist aber für die meisten inzwischen nur mit einer inzwischen derart exorbitanten langfristigen Verschuldung zu realisieren. Und da ist die Grunderwerbsteuer auch bei den gestiegenen Immobilienpreisen, die jeder von uns sozusagen im eigenen Ort, in der eigenen Region vor Augen hat, ein nicht unerheblicher Faktor. Und sie muss ja gewöhnlich zeitnah nach dem Erwerb der Immobilie, und das ist auch doch Lebenspraxis, wird alles zusammengekratzt. Da kommt der Makler, da soll vermessen werden, da soll eingetragen werden, der Notar will sein Geld. Man hat den Eindruck, es geht nur noch von dem Konto runter, und dann kommt noch die Grunderwerbsteuer. Bei einer selbstgenutzten Immobilie sagen wir, diesen fünfstelligen Betrag, der da oft noch in die Finanzierung irgendwie mit reingeflanscht werden muss, da kann man helfen. Und deshalb fordern wir Freien Demokraten beim Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie einen Freibetrag von 500.000 €. Und was heißt das wieder konkret? Wer diesen Freibetrag voll ausschöpft bei diesem Kaufvorgang, der Traum, diese Familie oder wie immer kauft, und die sparen beim Kauf 30.000 €. Das ist für die meisten Menschen mehr als ein Nettojahresgehalt. Und es kann halt den Unterschied ausmachen, auch bei der Messlatte der Kreditinstitute über die Finanzierung, ob ein ganz normaler Privathaushalt, wie auch immer gestrickt, seine Traumimmobilie leisten kann oder nicht. Wir meinen, der Staat darf sich nicht an den hohen Immobilienpreisen bereichern. Und deswegen, ich habe es aufgezeigt, über 12 Jahre ein ungebrochener Trend. Das ist wie die Diskussion beim Sondervermögen. Steueraufkommen steigt und steigt. Wir meinen, es ist Zeit, den Bürgern etwas zurückzugeben. Und man kann es solide darstellen, der Freibetrag aus diesem gegenfinanziert aus diesem gestiegenen Steueraufkommen. Und ein
Diese Freibetragsregelung, wenn man auch ansonsten die anderen Alternativen in dem Zusammenhang sozusagen Immobilienerwerb zu ermöglichen, ist nach unserer Auffassung der geeignete Weg, um das Ziel gezielt zu erreichen. Wir diskutieren ja momentan in der Politik sehr viel über die Frage, wie gezielt sind Maßnahmen. Aber das kommt unmittelbar beim Kauferwerb zu den Familien zugute. Und es lässt sich sagen, privates Eigentum, das ist der Stützpfeiler der sozialen Marktwirtschaft, und man kann es gar nicht oft genug betonen, in der Volatilität der Ereignisse. Es ist die beste Altersvorsorge. Und es ist gut und es ist wichtig, dass dieser Punkt Eingang in die Koalitionsvereinbarung der Ampel gefunden hat. Frau Dahlke hat sehr viel ausgeführt zu den sogenannten Share Deals. Aber der eigentliche Hauptpunkt ist ja sozusagen Möglichkeiten und Wege zu finden, im Gegenzug dazu bei den Share Deals anzusetzen und zu sagen, also da müssen Entwicklungen müssen ganz klar in Kanäle gesetzt werden. Im Ziel geht es darum, die Nebenkosten beim Kauf einer eigenen Immobilie zu senken. Unserem Selbstverständnis nach ist es die Pflicht einer klug agierenden Landesregierung, möglichst vielen, wie immer, die sich zusammensetzen, da sind wir Liberalen ganz offen, möglichst vielen ein selbstbestimmtes und ein eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen und zu fördern. Und was ist eigenverantwortlicher, werte Kolleginnen und Kollegen, als ein Volk voller Eigentümer? Daher stimmen Sie unserem Antrag, der im Gegensatz zu dem Antrag der AfD sehr konkrete Angebote macht, stimmen Sie dem zu. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schardt-Sauer.